Willkommen wieder zurück, Leute. Ja, endlich sind wir an dem Punkt angekommen. Wir haben es geschafft, Leute. Timeskip ist erreicht. Ja, wir sind jetzt hier auf dem Pfad. Der ultimativ revolutionäre Pfad. Aber ich lasse mich voll und ganz drauf ein. Das wird sicherlich super spannend an und für sich. Einfach, weil er sich gewaltig abhebt. Alleine deshalb schon, ne? Und so oder so ist das Spiel sowieso viel zu gut, ne? Man will natürlich alles erleben, ist ja klar. Und dementsprechend sind wir hier. Logisch, ne? Dann würde ich mal sagen, zu Beginn wollen wir erstmal erkunden. Und ja, jetzt lohnt sich das ja auch wieder, das direkt hier mitzunehmen, ne? Oh Gott, wir haben extrem viele Supports vor uns. Ich bin übrigens wieder rein, den Lissy Support würde ich skippen, weil den kennen wir schon. Habe ich das letzte Mal, habe ich den überhaupt mitgenommen? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Jedenfalls muss ich nochmal kurz hier neu starten und ganz vergessen zu speichern, aber egal. Professor. Ah ja, Felix, da fängt es auch schon an, ja. Also ab jetzt sind die Rundtouren natürlich wieder super spannend insgesamt. Jetzt gibt es mehr neuen Input natürlich. Das war vor dem Timeskip anders, deswegen war es natürlich super, die Erkundungstouren einfach rauszuschneiden, weil ich schon gemerkt habe, hat sich wirklich nichts geändert. Insofern, ja, wir nehmen natürlich so Support so oder so mit. Wird ganz spannend heute, glaube ich. Sieh mal einer an, Felix hat es geschafft, aber das ist ja auch ein gewaltiger Typ. Hier komm, fast hätte ich dich gehabt. True, it was a narrow victory. When we spar, I feel like I'm revisiting my past. Aha, lass doch mal hören. It's like training with my brother. Ah ja, da haben wir nur so am Rande was erfahren mal. Always. And died before I could win a single bout. From the first time I held a sword, all I wanted was to surpass him. Mm-hmm. That's what drove me to become so strong. Perhaps it's absurd to say such a thing, but I've spent all these years training for a duel with a corpse. Ach ja, die Geschichte mit seinem Bruder hier. Absurd ist das jedenfalls hier nicht. Perhaps not. I can never again spar with my brother, not unless he climbs out of his grave. Still, I continue my endless pursuit of strength. Maybe because I have a new opponent to measure myself against. Ja, wen denn? Wow. Was ist das denn? Obviously. I beat you this time, but when we next cross swords, who knows what might happen. Soll es jetzt einfach so eine cute Variante sein? Not a crushing victory. I know that I can do better. I will surpass you in strength, and then I'll become stronger still. Hey Felix, das hoffe ich doch, im Ernst. Übertreffe mich, ja, und glänze auf dem Schlachtfeld. Schreib mich bloß nicht schon ab. Ach komm, ja, genau, eben, ja. Ha, genau. Just what I was hoping you'd say. Rivalentalk. Anyway, thank you for helping me find an answer to the question you asked all those years ago. Genau. Nächstes Mal Pokémon-Duell, du und ich, ja. Was besser die Effektivität auf deiner Seite. Nicht wie die Lappen heutzutage. Aber wie auch immer. So. Ach ja, Leute, es wird exciting. Super, super, super. Ich freue mich. Und ihr habt ultra viele Supports, ne? Also da wird einiges auf euch zukommen. Seid ihr bereit? Ja, ich bin sowas von bereit. Super. Edelgard is controlling the Empire. She is putting the pressure on the kingdom and alliance. Empire and religion are at open war. It will be difficult for us at first. Mm-hmm. But corrupt nobles are many. That means the common people will rebel and be joining our side. With you, Professor, the battle tides will turn. I have certainty. Sehr schön, wunderbar. Ja, wir können jetzt auch endlich wieder Spezialtraining machen. Das ist natürlich auch sehr nützlich, klar. Muss ich mal gucken, in welche Richtung wir da eigentlich gehen wollen. Also ich meine, Falkenritter wäre als Endklasse halt schon irgendwie was, was ich anstreben würde. Aber da sind wir eigentlich auch schon kurz davor. Das ist tatsächlich gar nicht, also abgesehen vom Level, das dauert natürlich noch, aber sieht ganz gut aus, wirklich. Gefällt mir bisher. Was hast denn du zu sagen? Ich meine, für dich muss es ja was ganz Außergewöhnliches sein. Du könntest jetzt sehr, sehr gut für das Königreich kämpfen, ja. Und ich meine, Dimitri hat dir sicherlich enorm vertraut. For 5 years I've fought for the Empire. I've cut down hordes of enemies. Now I have the same look in my eyes that the boar used to have in his.
The look of a savage beast who loves nothing but destruction and violence. Autsch, das klingt aber gar nicht schön. Nein, ich sehe den Ausdruck nicht in deinen Augen. I hope not. You and Edelgard must not disappoint me. Mark my words. Oh ja. The future you're building had better be worth all this bloodshed. Das finde ich halt auch gut. Ich finde es halt wirklich gut, dass Felix es so konkret nochmal anspricht zum Beispiel. Ich glaube, das ist immer so ein Problem, was viele sehen, ne? Nur weil ich nicht mit Edelgard sympathisiere, was ja meine Meinung ist und die ich auch vertreten darf. Ich begründe die ja auch, ja. Und da kann jemand drauf eingehen, gerne sachlich etc. Aber weil ich mit ihr nicht sympathisiere, heißt das nicht, dass ich sie nicht als Charakter extrem gut finde, by the way, ne? Wäre wahrscheinlich sogar in meiner absoluten Top-Liste drin, Top 3 wahrscheinlich. Vielleicht sogar der erste Platz, aber das versteht mal wieder anscheinend keiner, dass man einen Charakter einfach nicht sympathisieren kann, aber den sehr genial finden kann, ja. Verstehe ich immer überhaupt nicht, zudem ich das auch sehr oft geschrieben habe, dass ich Edelgard genial geschrieben finde, etc. Häufter mal gesagt, aber das ist dann das, was Fans anscheinend ganz gerne mal überhören, was mich tatsächlich sehr traurig macht, weil das auch ein bisschen, es ist nicht besonders respektvoll meiner Meinung nach, ja. Es ärgert mich tatsächlich auf eine sehr persönliche Art und Weise, wenn Leute das nicht verstehen wollen, ja. Ich meine, es ist schön, wenn ihr den Charakter mögt, das ist übrigens generell was, ja, wenn ihr den Charakter einfach wertschätzt, haltet diese Wertschätzung noch einfach im Herzen, ja. Natürlich kann man darüber auch sachlich argumentieren, etc., nur scheinen das auch viele nicht zu verstehen, ja. Man kann einen Charakter wegen simpelsten Gründen mögen, man kann auch nur das Design mögen, ja, und kann das abgöttisch lieben, ja. Man kann einen Charakter auch mögen, weil er total tiefgründig ist, etc. Es ist eine extrem persönliche Sache. Und dementsprechend, ich mag es da nicht. Wenn du zum Beispiel sagst, wie kannst du den nur mögen, zum Beispiel, das gibt's ja auch so. Wie kannst du den Charakter nur so toll finden, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Finde ich aber auch immer ein bisschen frech, ehrlich gesagt, ja. Ich respektiere Edelgard an sich sehr als Charakter. Ich respektiere auch alle Leute, die Edelgard einfach cool finden an sich, ja. Aber ich respektiere die halt so lange, wie sie einen sachlichen Umgang haben in so einer Diskussion. Dann ist alles cool, ne? Dann passt alles. Dann sind wir da auf einer Ebene, die ist super, ja. Dann haben wir zwar eine Meinungsverschiedenheit, aber halt eine berechtigte an sich, ja, weil das halt eine subjektive Sache ist. Es ist wie Geschmack halt. Beim Essen jetzt auch oder so, ne? Oder Musikgeschmack. Da sollte man halt nicht unbedingt drüber streiten, ne? Wertschätzt euren Geschmack, ja. Haltet euch das im Herzen und gut aus. Ne? Ist alles cool. Aber es scheinen immer viele überhaupt nicht zu verstehen, so. Ich meine, ich rede jetzt auch nicht aktiv schlecht. Beim LP kommentierst du halt aktiv, was dir gerade durch die Gedanken geht, klar. Man muss halt bedenken, das ist halt immer ein Unterschied. Wenn ihr jetzt selbst vor einem Spiel sitzt, kann ich mir schon vorstellen, dass viele sich diese Gedanken ebenso machen. Aber ihr plaudert halt nicht öffentlich ins Internet raus, ja, ihr macht euch die dann in Ruhe im Kopf, ja, behaltet ihr die, ist so eine private Sache dann sehr erstmal. Und natürlich, ja, ist das immer so was anderes, wenn du gerade live etwas so kommentierst, ja, was gerade passiert, dann, zum einen, ich habe auch nicht das volle Bild im Kopf, das noch am Rande, ja, was viele übrigens auch nicht respektieren, das finde ich ultra respektlos, ist, wenn du irgendwas in eine Diskussion einbringst, was in der Zukunft stattfindet und damit im Prinzip mir als Spieler, der jetzt gerade noch nicht so weit ist, überhaupt das Mitspracherecht dadurch raubst, weil ich ja quasi mich aktiv spoilern müsste, um an der Diskussion teilzunehmen. Und das finde ich tatsächlich immer sehr, sehr dreist. Weil es gibt einfach Informationen, die kann ich halt nicht wissen und das ist völlig logisch, ja. Ich habe die Route schließlich noch nicht gespielt. Und da muss ich auch manchmal sagen, es ist teilweise so extrem, da fragt man sich, ob ich jemals so FE wirklich überhaupt blind spielen möchte auf dem Kanal oder nicht einmal vorher ein Playthrough mache und dann halt nochmal für den Kanal oder so. Ne, das ist tatsächlich, hätte ich nicht gedacht, dass Leute teilweise auch wirklich unempathisch sind, muss man ja sagen, weil das ist halt einfach, ich find's frech, wirklich. Genauso wie bei einem Film, wenn jetzt jemand neu dabei ist oder bei einer Serie einsteigt, da sagst du ja auch nicht gleich, wie sich ein Charakter zum Ende hin wandelt, wenn das eine coole Überraschung ist oder so zum Beispiel. Das finde ich immer sehr gemein, muss ich sagen. Oha, du bist ja hochmotiviert hier. Ha, ich zähle auf dich, klar. Ich finde aber sein Outfit auch sehr, sehr cool, einfach super klassisch so. Und du bist ja bei mir so überdurchschnittlich, dass ich überzeugt bin, ja. Das sind Stats, die können sich sehen lassen. Übrigens auch so eine Sache der Charaktere, wie sie sich entwickeln, ist an sich sehr wohl natürlich gut festhaltbar, ja. Objektiv kannst du
Du kannst Mittelwerte nehmen, etc. Du hast Durchschnittswerte, an denen kannst du dich einfach orientieren. Und was zum Beispiel viele jetzt nicht verstehen, ja, das war halt zum Beispiel das Anfangsproblem mit Kasper. Kasper hat am Anfang eine enorme Gewichtung, also die wirklich fast nur auf Stärke geht. Und der Rest ist wirklich alles unterdurchschnittlich, total. Bestenfalls noch Durchschnitt. Das kann man, wenn man die Basiswerte vergleicht von Charakteren, das mache ich ja. Ich setze mich ja in Fire Emblem immer sehr mathematisch mit Charakteren auseinander, ja. Am Anfang bei so einem Spiel ist es oft so, dass ich mir meine Tabellen schon zusammenstelle, ja. Und dann auch aktiv nachforsche, etc. Und man gleich schon mal Durchschnittswerte und so weiter ausrechne. Das macht ein normaler Spieler jetzt auch nicht. Aber zum einen arbeite ich immer noch an der Website dafür, ja, an der hochmodernen. Und da ist ja auch alles so weit automatisiert, dass ich die Zahlen einarbeiten muss und so. Und auch Ergebnisse errechnen kann. Und durchschnittliche Werte sind halt so eine Sache für sich, die verstehen immer viele nicht. Ein Charakter kann sich bei dir ja völlig anders trotzdem noch entwickeln. Und das ist immer sehr wichtig zu wissen. Zum Beispiel, mein Kasper hat sich total überdurchschnittlich entwickelt, mehrfach. Dann, ja, sei froh. Hattest Glück, das ist cool. Das ist super, freu dich drüber. Ist genial, ja, wenn man einen Charakter hat, der sich super entwickelt. Oder es gibt auch Charaktere, die loben alle in den Himmel und die sind auch top, ja. Auch Veteranen würden jederzeit das sagen und könnt ihr mathematisch festhalten, ja, dass das so ist, dass dieser Charakter im Durchschnitt einfach verdammt gut werden wird. Und dann gibt es immer Leute, bei denen entwickelt sich dieser Charakter einfach absolut schrecklich. Und ein guter Spieler muss immer darauf bedacht sein, wenn ich einen Charakter zwangsweise eine Zeit lang mitnehmen muss, dann muss ich auch irgendwann. Also, dann entwickelt er sich einfach mal eine Weile, ja. Und wenn er sich in der Zeit schon überdurchschnittlich entwickelt, dann habe ich quasi eigentlich auch schon ein anderes Potenzial, wie er sich weiterentwickelt. Weil ich kann ja immer noch vom Durchschnitt ausgehen. Dann war er jetzt überdurchschnittlich und wenn er sich jetzt durchschnittlich weiterentwickelt, ist es trotzdem noch ein sehr guter Charakter zum Beispiel. Muss ein guter Spieler erkennen können. Deswegen nehme ich zum Beispiel Kasper mit, obwohl er unter Veteranen als eher Low-Tier gilt, beziehungsweise Low bis Mid vielleicht, so, ne? Ist auch eine realistische Einschätzung, wenn man es mathematisch angeht, wie gesagt. Hat er so seine Richtigkeit. Auch weil er zum Beispiel eine Autoritätsschwäche hat und so, sind alles so Sachen, die sind nicht so schön. Und die kann man halt begründen gut, ne? Das ist alles soweit. Aber es gibt immer eine gewisse subjektive Ebene bei FE und wie ein Spieler dann die Sachen angeht, ist sehr stark auch davon abhängig halt. Klar, wie sich es bei euch entwickelt und Beobachtungen, wie sich ein Charakter entwickelt, ist total ausschlaggebend. Weil manchmal kannst du das wirklich, dass ein Charakter als extrem schlecht gilt und der hat sich bei dir gut entwickelt, nimmst du ihn natürlich mit. Das wäre dumm, es nicht zu tun zum Beispiel. Und da hat er halt das Anfangsproblem, er wäre fast von allen gewone-shottet oder getwo-shottet worden. Also habe ich natürlich am Anfang ihn kaum mitnehmen können, habe ihn dann nur als Adjutant mitgenommen, habe aber schon viele Supports bekommen. Dann hat er einen XP-Stein bekommen, ne, und hat halt extrem nachgelevelt, ist jetzt ganz oben mit dabei. Und das ist dann einfach, finde ich auch immer respektlos zum Beispiel, zu sagen, hey, na, das nimmst du wohl gar nicht mehr mit der Klasse, ne? So. Und ich, alter Schwede, ich habe den immer als Adjutant mitgenommen. Das siehst du vielleicht nicht, aber ich habe ihm immer die Boss-Kills und so gegeben. um ihn da noch gut mitzuziehen. Gerade so, dass ich ihn später mit XP-Stein halt perfekt nachleveln kann. Und das hat halt wunderbar funktioniert, also wirklich exakt. Aber wie auch immer. House Gloucester will remain staunchly neutral in this war. Even if we press into Alliance territory. My father is no threat to the Empire. Lady Edelgard surely understands that. The Great Bridge of Myrdhinn, however, is another story. I hear it is held by Judith of House Daphnum. She is renowned for her military prowess. We would do well not to underestimate her. Ah ja, ja, Lawrence hat eine sehr spezielle Rolle hier eigentlich, ne? Ich meine, weil Claude selbst war ja auch erstmal ein Beobachter an sich, ne? Und hat ja echt die andere Seite der Allianz so ein bisschen vertreten. Aber an sich hat ihn Claude überzeugen können. Eigentlich auch spannend, weil ich denke, allein wenn Lorenz fehlt, müsste er theoretisch sehr geschwächt sein. Das ist eigentlich ein relativer Sonderfall. Wäre tatsächlich spannend. Ich denke, Lorenz könnte sehr viele Quotes mit Leuten haben noch, weil er eigentlich schon sehr wichtig für die Allianz ist an sich. In gewisser Weise. Hey, Professor. It's been a really long time, hasn't it? Auch so ein cooles zu sein. The last 5 years have been full of heartbreak. Not from girls, but friends and family becoming enemies. One of the things that kept me going was the hope you'd return. And now here you are. A lot has changed, but you're back. And it's the first time I can remember being happy in a while. Das ist doch wunderschön. Aber auch hier, ne, der sorgenlose Sylvain war in all der Zeit natürlich voller Sorge. Ach, wir werden sicherlich auch noch essen gehen und so. Das muss ich dann tatsächlich mal abwägen. Wir haben wahrscheinlich wieder den nächsten Support hier. Professor? Mit Doro. Oh, ja, da bin ich auch mal gespannt. Ist auch sehr gewandelt, ist aber wirklich schönes Design, muss ich sagen. Ganz klasse. This may seem a bit sudden, but I want to thank you, Professor.
That is, for letting me live my life the way I want. I've noticed you've been giving me fewer of those soul-revealing gazes lately. I appreciate you making an effort to not trouble yourself over who I spend my time with. Ich weiß gar nicht, was du meinst. If you say so. But I notice you doing it all the same. It's kind of sweet. So ist das also. Professor, may I tell you a story about when I was younger? I was an orphan, living in the back alleys of Enbar, until one day I was overheard singing. That was when my new life began. I was suddenly a songstress in the Mittelfrank Opera Company. Performers, nobility. I met so many people. But none of them ever really knew me. I was just some young, pretty girl who could sing. A spectacle to be admired. Even though everyone praised my looks and my voice and they showered me with gifts, I knew one day I'd be old. My looks would fade, my voice would change, I wouldn't sound the same. And I started to wonder, when I did get old, what would I have left? Ja, das ist spannend. Wenn ich das mal einwerfen darf, das ist im Prinzip ja genau das, was jetzt mit Manuela so der Stand ist, ne? Finde ich eigentlich ganz faszinierend. Nur dass Manuela, ich weiß nicht konkret, was ihre Vergangenheit ist, das wird wohl nicht dieselbe sein so. Ja, das finde ich mal ganz spannend. Alle Supports von ihr habe ich ja noch nicht durch, vielleicht erfährt man auch mal ein bisschen mehr, aber wie auch immer. Jedenfalls ganz nett, da kann man einen guten Vergleich hier mal anstellen. I'd be old, alone, and back on the streets of the capital, right where I'd started. Ach was, eben genau das untere. Super Antwort. That's sweet of you. Even if you diese Sprüche are just von hier. I never had much to begin with in life. And I worry that one day I'll be that way again. That's why I keep searching for someone who will love me. Someone unaware of the songstress. Who can love a girl that used to be scared and alone on the streets of the capital. I wonder if such a strange person can even exist. Na, so etwas, was dir nicht alles durch den Kopf geht. Aber Doro schätze ich vor allem. Ich glaube, Doro ist auch einer, die hilft einfach der generellen Truppenmoral auch gigantisch. Beziehungsweise halt so. Hört sich viel an, ja. Ist für viele Leute da an sich. Auch eine gute Rolle zu erfüllen. Abgesehen davon, dass er halt echt verdammt pretty ist. Ja, muss man einfach mal sagen, das ist einfach so. Muss raus hier, ja, muss raus. Und Ferdinand, das ist jetzt hier einfach mal stylische lange Haare, alles klar. The last 5 years have been difficult at times. My relationship with Edelgard is rather contentious, due to the incident with my father. Nevertheless, I cannot abandon my family's duties. As Duke Eyre, I must play my part in the Imperial Army. Edelgard intends to abolish the nobility. But I know I can dissuade her from doing so. Naja, ich glaube, du hast Edelgard noch nicht so ganz verstanden, was, Ferdi? Aber nun gut, wie auch immer. Ach, da wäre ich doch echt gespannt, was die noch für Gespräche führen könnten. Wie sieht's denn da eigentlich aus? Lass mal ganz kurz sehen. Edelgard und Ferdinand werden da mal im B-Support endlich mal. Sehr schön. Bin da sehr gespannt bei euch beiden. Müsste tatsächlich ein bisschen sehr im Konflikt stehen, was das betrifft. Da fliegen die Fetzen oder auch nicht mal gucken. Within the territories of the Alliance, the Gloucester and Daffnil houses dominate the west. House Gloucester has always supported the Empire. There's not much chance of them defying us. So all that needs to be done to restore peace in the west now is to crush House Daffnil. Ja, also ich denke auch die Allianz, vor allem wenn Loren schon direkt auf der Seite ist, haben die halt echt ein Problem. Ich meine, bei Claude waren sie halt an sich schon zwiegespalten. Wir konnten aber eine sehr intelligente Balance aufrechterhalten. So dass es halt, dass sie loyal nach außen wirkten und im Prinzip erstmal so ein bisschen in Frieden leben konnten. Lange Zeit zum Beispiel. Ja, und hier haben wir direkt eigentlich eine komplette Hälfte der Allianz schon auf uns. Das heißt, die andere Hälfte wird halt einfach gecrushed, ne? Die sollte eigentlich keine Chance haben. That hurts. Ah, Professor. Thanks for stopping by. Eine Verletzung. Ach Gott. It's not bad. I was even told I'd be cleared for service starting tomorrow. Besides, I got this scar fighting for you. It's almost like a medal or something. Eine Medaille, na sowas.
I certainly meant it when I said it, but when I thought you were going to be killed for real, my reflexes kicked in. I reacted without thinking. It doesn't mean I've stopped being jealous of you. But come on, I can't help but look up to you. If I'd had the guts to run away from home, I wonder if I would have cared as little about my crest as you do yours. So, wollte mal gehen, tatsächlich. No. Nee. But if I thought I could have escaped, I would have tried. I'd leave behind House Gautier, and the life of a nobleman, and anybody who knew I had a crest. Our home is to the very north of the kingdom. Just across the mountains from us is land inhabited by foreigners to Fodlan. Mm-hmm. Right now it actually belongs to Fargus, but I can't say we're on good terms with the people there. Anyway, that land has been contested for centuries, and all that time, it has fallen to House Gautier to protect it. Actually, our Lance of Ruin has been doing most of the protecting. Ja, sie wurde gestohlen, ja, klar. Natürlich, so war das damals. Those were dangerous times. One wrong step, and we would have lost our relic to the church. My father was afraid that the church would try to keep the lance, so he entrusted it to Aha. me. If an emergency arose, I was supposed to be called back home. I guess those very situations are why my family values crests so much. Since I bear a crest, my parents made sure I was never left wanting. My older brother didn't have one. And so, when I was born, he was pushed aside. Also das Kranke an der Gesellschaft. You know, he once shoved me in a well. He left me on the mountainside in the middle of winter, too. Meine Güte, wow. Naja, klar, ich meine, der war extrem neidisch. Und so pervers wie dieser Zustand ist, kann man sich nicht mal zwingend nochmal verdenken. Even as a little kid, I understood why he was like that. My mere existence stole everything from him. I have no right to complain when I am surrounded by people who would give anything to bear a crest, but do not. Now, women smile at me for the same reason my parents adore me, and my brother wanted me dead. And I have to meet them all with a smile and a wink, because I have a crest. Ja. Eben, du irrst dich auch. Du bist schon im Game von Leuten, die sich um dich sorgen. It's late to admit it, but I get you. It would be best just to tell them to heap their empty praise elsewhere. Anyway, it was pretty unreasonable of me to resent you. I'm really sorry about that. And I want to say thank you, Professor. Seriously, thank you. Ich mag ihn sofort bisher. Before I met you, I'd gone my whole life not knowing there was another way for me to live. So, from the bottom of my heart, I'm glad we met. Ja, ist halt mittendrin, das gefällt mir bei Sylvain eigentlich ganz gut, dass du halt hier auch mal auch sehr krass eigentlich siehst, wohin das Ganze führt und so. Bei Lysithia ist es halt am schockierendsten an sich, ja, aber bei Sylvain kannst du, glaube ich, am besten das nochmal so direkt danach fühlen eigentlich. Es hält dir halt die sehr lebensnahe Geschichte, bei Lysithia ist es ja noch viel schlimmer alles eigentlich an sich, ne. So im Experimentierbereich, das wünscht man keiner Seele, absolut nicht. Puh. Aber ja, ich mag das schon, doch, muss ich wirklich sagen, hier mit Sylvain. Das war ein schöner Support an sich. Ne? Wie gesagt, er ist da mittendrin. Ich finde, Sylvain kann durchaus gut auf dieser Seite zum Beispiel auch stehen. Er hat definitiv eine gute Berechtigung. Ist genauso wie bei Lissy. Das ist ja dasselbe. Es sind so die Leute, die da auch direkt am meisten mit beeinflusst werden davon. Und das ist ja schon gut, ne? Da muss man natürlich was dagegen machen, das ist klar. Ich fand das nur spannend, was angesprochen hat mit der Kirche selbst, dass sie Angst hatten, dass sie das Relikt annehmen könnten. Ist das in der Vergangenheit mal passiert? Weil das wäre tatsächlich spannend. Sollte es manchmal passiert sein, dann würde die Kirche stellenweise dem tatsächlich entgegenwirken, aber halt nicht aktiv und das ist das große Problem. Weil das kritisiert man auch sehr, das ist meiner Meinung nach, wirkt das geradezu ja bizarr, das ist das, was ich Rhea tatsächlich zum Beispiel vorwerfen würde, ja. Denn warum hat sie nicht selbst was dagegen gemacht, so, ne? Ich meine, Das ist halt bizarr, weil es geht halt auch irgendwo so um die Gebeine ihrer Geschwister irgendwo, ne? Das ist halt schon recht makaber eigentlich. Und dass sie da nie dafür gesorgt hat, dass man halt generell noch die Nachkommen der 10 Eliten an sich verfolgt und so und sich das zurückholt, was eigentlich auch an den Platz hingehört, das ist schon recht fragwürdig so. Das wäre tatsächlich ein gutes Recht gewesen, das hätte auch was verändert, ne? Dann wäre diese Wappengesellschaft so tatsächlich nicht wirklich entstanden. Das kann ich nicht so ganz verstehen, warum sie nicht aktiv dagegen vorgegangen ist, aber gut.
What's that look on your face? Surprised to see me? I'm a mercenary. Always have been. Even when I was with the Knights of Seros. I never was too attached to Fodlan. I was considering leaving soon. Oh no. I might change my mind if you're around. Na also. Eben. Gott, Jamir ist so eine tolle Einheit aktuell. Wahnsinn. Sehr, sehr mächtig, muss man wirklich sagen. Ach, ich glaube, ich habe sogar noch was für dich. Bin mir relativ sicher, ja. Thanks. Nein, das wollte ich dir gar nicht geben. Das ist schon volle Motivation, so oder so. Und Bernie steht da hinten im Eck, aber ist nicht in ihrem Zimmer. Wow. Are we leaving for battle? I heard it's a long march. But it's fine. I've had plenty of time to stay inside lately, so I think it's time I run out. Yeah. Oha, das sind ja mal Worte. No more Bernie Bear. Wow. Bernie Bear. Das ist die richtige Einstellung, genau. But, please don't put me up front, okay? Das kann ich dir nicht versprechen. Allerdings bist du dann doch eher auf Mittelstrecke aktiv, ne? Meistens so mittel- bis lange Distanz. Also gut. Ach ja, ist schon irgendwie schön alles. Ach ja. Ich muss auch mal überlegen, was ich noch zu den Kommentaren so sagen kann. Unserer hitzigen Edelgard-Diskussion. Kann nur mal sagen, ja, respektiert einfach, wie andere denken und so. Redet ihr nicht in Meinung ein, sie müssen den Charakter mögen. Das finde ich halt immer, geht dann zu weit. Oder wenn man ein sehr extremer Fan ist, dann auch bewusst damit zu provozieren, ja, dass jemand einen Charakter nicht wirklich mag oder so. Weil das ist halt, wie gesagt, eine recht subjektive Sache. Das geht dann in einen Bereich, da wird es dann halt wirklich auch einfach albern. Und da habe ich dann nicht so das Verständnis dafür einfach. Das ist auch das, was halt Communities kaputt macht. Ja, wir eine harmonische Fire Emblem-Community haben hier. Das ist klar, es darf jeder sich aussprechen. Und es wird jetzt hier niemand diskriminiert, weil er Charakter XYZ nicht mag oder so. Das führt dann halt einfach zu weit. Ne? Das ist dann genau das, was ich an anderen Communities kritisiere und vermeiden möchte. Aber gut. Ah, a new face. Na nun. I'm Randolph von Burglies. Seine Schwester oder was? I'm the guardian of this place. Wait a moment. I'm sure I've seen you somewhere before. Vor fünf Jahren. Yes. War da etwas? Professor. You're alive? Schockiert. Oh, this is my little sister, Flaish. She's just a rookie, but she's helping me as my assistant. Hello, I'm Flaish von Burglies. It's nice to meet you. I know I'm inexperienced, but I'm gonna do my best. You can count on me to look after my big brother. I've heard you're planning to march into Alliance territory. I'll be here to guard the fort. Witzig irgendwie. Ich finde von der reinen Gesichtsform so. Hatte sehr krasse Ähnlichkeit nochmal zu Edelgard. Meine Rest jetzt nicht so, aber witzig. There were clashes with the Kingdom Army near the Western Front. But this is the first time the Alliance Army has had an honest-to-goodness fight. I hear their leader's pretty competent. But the Alliance Army is pretty tough, too. Ja, ja, da siehst du halt eigentlich, wie gut das eigentlich auch Claude mit übergemanagt hat über all die Jahre. Das ist halt tatsächlich verdammt smart, ne? Das halte ich halt immer Claude sehr zugute. Ja, Claude ist halt um einiges weniger ein Charakter, um den eine hitzige Diskussion entsteht. Und deswegen ist er vielleicht auch weniger interessant insgesamt. Aber das ist halt das, wo ich auf einer sehr persönlichen Ebene sympathisiere. Und das ist so ein Unterschied, denke ich, der wichtig ist, ne? Das ist halt so mein Eindruck, weil ich mich sehr in ihn reinversetzen kann und ihn sehr wertschätze. Das, was er halt macht, ist halt, finde ich, sehr gut, ja? Mit geschickten Taktiken versuchen, möglichst Konflikte zu vermeiden, ja, möglichst dafür zu sorgen, dass es nicht so viele Tote gibt. Und erstmal einen gewissen Frieden aufrechterhalten, auch wenn es natürlich erstmal ein brüchiger Frieden ist, aber er wiegt so ein bisschen seine Leute in Sicherheit, er macht das ganz gut, ja, da holt er sich noch Hilfe von außen. All das zusammen mag ich einfach unfassbar gerne. Das macht ihn für mich halt so toll. Bei ihm ist es halt, dass ich auf einer sehr persönlichen Ebene sympathisiere, aber vom Writing ist natürlich, das haben wir jetzt bei Edelgard und Rhea, so Charaktere, die halt so richtig, boah, die stechen halt raus, ne? Da hast du halt wirklich Leute. Da kannst du dich im Kreis drehen, das ist aber auch super spannend, ja, sich alle Ansichten anzuhören. Und das ist halt cool, dass es solche Charaktere gibt. Das ist auch was Besonderes, wenn sich Entwickler sowas trauen. Weil das sind auch so Charaktere, die entstehen halt selten in Fantasy-Werken, weil ein Fantasy-Werk dafür wirklich gut sein muss, damit solche Charaktere darin vorkommen, meiner Meinung nach. Es spricht halt sehr für das Writing des Spiels. Und das ist halt sehr brillant. Und ich schätze die Charaktere, also das ist halt das, wo ich sie mehr respektiere für ihr Writing, ne? Dafür schätze ich die dann unglaublich gerne. Aber ob ich einen Charakter wertschätze und respektiere oder sympathisiere, das sind für mich halt zwei unterschiedliche Paar Stiefel, ne?
sympathisieren ist halt was anderes, was sehr Persönliches einfach, ja. Kann ich mit den Idealen so konform gehen? Würde ich das genauso machen? Wirklich? Und bei Claude würde ich da halt jederzeit Ja sagen, aber es ist halt meine Sache und das wird jeder ein bisschen anders sehen zum Beispiel. Ich finde halt Edelgard ist halt sehr radikal, deswegen meine ich oft, ne? Ich weiß nicht, ob das so rational ist. Es wirkt halt schon wieder schneller Weg so, ne? Der natürlich auch viele Opfer erfordert und für mich persönlich wäre das kein Weg, den ich einschlagen würde. Niemals, ja. Für mich ist Diplomatie halt was sehr, sehr Wichtiges, ja. Und da entsprechend so vorzugehen. Und deswegen ist es so, dass es einfach, ja, das packt mich halt auf so einer Ebene einfach, dass ich halt niemals denselben Weg einschlagen könnte. Einfach aus tiefstem Herzen heraus, ja, würde ich mich da weigern. Und das ist so, das, glaube ich, fehlt immer vielen so das Verständnis ein bisschen. Nur um das hier nochmal so konkret zu sagen, ja. Das ist eigentlich so das Hauptproblem. Ich mag einfach nicht, wenn Charaktere so radikal vorgehen und so extremistisch veranlagt sind so ein bisschen. Und tut mir leid, ja, aber es ist halt wirklich so. Das kannst du bei Edelgard halt schon sagen. Es gibt genug Leute, die mit Tyrannen unserer Geschichte vergleichen. Manche mögen weit hergeholt sein, okay. Zugegeben, das sind immer sehr krasse Vergleiche, weil da bist du natürlich als Fan, als Charakter sofort getriggert, wenn sowas kommt. Das kann ich auch verstehen. Ja, das ist natürlich auch ein bisschen fies teilweise. Aber nicht so weit fern, ne? Wenn man es wirklich nur als Vergleich hernimmt, der gut gemeint ist, finde ich das schon, kann man machen. Ist nicht verkehrt, ne? Reden wir mit Shamir. Thanks for your help out there. Battles tend to go smoother with you around. So. Ja, genau, das gilt für dich ebenso, klar. I think you did most of the heavy lifting. Shamir ist awesome. It may be unwise to think this way on the battlefield, but I feel I can trust your commands without question. Not sure. I might have an idea, but never mind. I've also noticed that you've been putting me in more precarious situations lately. Almost like you know I won't question your orders. Genau, es ist einfach, das ist ja einfach, ne, Shamir. I'm glad you trust me to get the job done, but still, I knew you were doing it on purpose. Ach so? You're in a very important position now that you're leader of the Imperial Army. Funny to think you used to just teach at the Officers Academy. Your old students still call you professor. That's no title for the commander of an army. Ja, mir gefällt's. Ach, das hatten wir aber, glaube ich, damals sogar schon mal, ne? You'll always be their professor. Genau, ja, aber es ist ein schöner Support. You sure are an interesting one. Hat man schon mit dem männlichen. Stimmt, weil tatsächlich den Avatar-Support haben wir bei Shamir weit gebracht. I guess meeting you was my prize. Ich will immer so gern mehr über ihre Heimat herausfinden, noch. Das ist auch sehr spannend. Dagda, genau. Until the Imperial Army destroyed it 10 years ago. But being a mercenary, I have no real allegiance. That's why I'm working here now. Don't worry though, I don't plan to turn on you. Mit Shamir kann man auch sehr gut vertrauen. Das ist halt eine Söldnerin, ja. Solange sie das bekommt, was ihr zusteht, passt alles, ja. Hast du die loyalste Verbündete, die du dir vorstellen kannst, weil sie das sehr ernst nimmt. Wobei, hier sind wir auch auf einer persönlichen Vertrauensebene, glaube ich. Shamir ist schon sehr, sehr cool. Übrigens auch eine Einheit, wo ich sagen würde, witzigerweise, die hat einen sehr seltsamen Fall, wo ich sagen würde, dass sie auf extrem empfehlenswerter ist als auf schwer. Auch schwer durch die höhere Erfahrung und so weiter, dass es relativ viele gut einsetzbare Schützen in einem Spiel gibt, finde ich, sticht sie nicht mal so krass raus. Aber auf extrem sind halt ihre hohen Ränge und dadurch, dass sie halt ein Scharfschütze ihr auf Pfeilsturm direkt zurückgreifen kann, dann relativ früh. Das ist halt alles sehr, sehr gut, dass sie Lanzentalent hat und so. Kannst du halt schnell auf Pegasus-Ritter mal kurz bringen, ja, nimmst Sturzflugkeep und ein bisschen mehr Geschwindigkeitswachstum mit. Dann wechselst du wieder rüber, hast halt eine super kompetente Schützin, die ja wirklich ziemlich sicher alles doppelt. Und der Personal von ihr ist halt der Hammer. Und gerade mit Tänzer-Support zusammen halt super gut zu spielen, ja. Wo du mega viele Boosts ausnutzen kannst. Da hat sie eine fast einmalige Rolle sogar. Das ist relativ spannend. Greetings, Professor. Nothing to report. Der Torwächter. What's that? Do I have brothers in the church? You really are well informed. Oh, neues Gespräch. My older twin works for the Knights of Seros, but I think he's just a grunt. Not a noble gatekeeper like yours truly. Unlike me, he's very devout. He left the Empire a long time ago. So ist das also, ja, der Bruder des Torwächters. Ja, ist ja so ein wunderschönes Meme. Ich mag den Torwächter auch immer unglaublich gern. Ich weiß, er ist nur ein Generic, ja. Aber er hat was super Liebenswertes an sich. Ich weiß nicht warum, aber auch alle Fire Emblem-Fans lieben den Torwächter, ja. Es gibt genug Leute, die würden ihn sogar gerne wirklich spielen.
Und ich fand das auch so lustig. Er könnte ruhig auch einfach als Referenz nochmal irgendwo auftauchen oder so. Auch wenn er nur so ein Generic irgendwo ist, ne? Das ist halt wirklich nur, aber es ist einfach... Ich weiß auch nicht, ich mag das Voice Acting bei ihm auch gerne. So generisch austauschbar, wie er an sich sein mag. Er gehört einfach dazu, ja. Er ist Teil des Spiels. Das kann man sich nicht wegdenken. Der Torwächter ist einfach einmalig in seiner Rolle. Was ist denn hier los, oder? Ah. At long last we meet again. I knew you were alive. I knew you could survive. And 5 years on, you arrive. We're reunited. I'm glad I kept watch for you in the downstream villages all that time. I was so devoted to finding you that I left the Knights of Seros. Now I serve no one. Wow, das hätte ich nie erwartet, tatsächlich. I'll protect you. Just as I promised Captain Geralt I would. Wirklich nur wegen seinem Versprechen? Heftig, heftig. Das ist mal jemand, der hält sein Wort. Respektabel, respektabel, Alois. Wow, das würde sicherlich nicht jeder machen, einfach so. Hä, wer ist denn da noch? Moment mal. Hä? Nee. Die Katze habe ich nicht gesucht. Hä? Hier wird mir noch was angezeigt. Mit dir kann man nicht reden. Bin ich gerade blöd? Was? Greetings, Professor. What's that? My old online. Wir haben doch mit dir geredet, was? Right. Ach nee, warte mal, die andere Seite dann doch. Ach so. I'm making an enemy of the church. Disorder is running rampant among the populace. It's quieted down over these last 5 years, though. The well-being of Her Majesty is steadily improving. Mhm. Na gut. Ja, gehen wir mal weiter. Wir haben ja noch eine Quest, die können wir annehmen und vor allem mega viele Gespräche theoretisch noch. So viel ist offen. Questanzeigen, was haben wir denn da? Ein Soldat hat Informationen zum Verleiten einer Gruppe von Deserteuren. Okay, ich bin eh mal gespannt, wie unsere erste Mission dann aussehen wird später. Bin ich auch mal neugierig. Ah, Lizzie. Hi. I'm relieved you're here, Professor. It seems we've reached a stalemate on the war front. I admit I'm feeling apprehensive about fighting the Alliance. Keine Zweifel. I agree. It's time to shelve my personal feelings and focus on the bigger picture. So eine super entschlossene. I'll fight with full force. I'm counting on you to lead us to victory, Professor. Zählt auch zu meinen absoluten Lieblingen in dem Spiel. Einfach großartig. Geht euch doch bestimmt auch so, oder? Ich meine, Lucy ist ja wirklich beliebt. Und das finde ich wirklich zu Recht. Was für ein toller Charakter. Erstmal Gebäck geben. Der Klassiker halt, ne? Einfach cool irgendwie. Aber ja, Lucy war von Anfang an wirklich eine große Favoritin. Ich finde halt, das ist die, die halt safe immer ins S-Tier kommt. Das ist überhaupt keine Frage. Also in Sachen Effizienz, da kann man, da braucht man nicht mal großartig drüber zu diskutieren. Wer das in Frage stellt, dann kann man das gerne im Voice-Channel ausdiskutieren, ganz im Ernst. Aber ja. There are plenty of others working here too. Since the Acolytes and students aren't here, it's up to us to pick up the slack. Meinst du, Lissy ist auch die Einheit, zu der ich wirklich schon viel auch textlich verfasst habe, so warum sie so toll ist. Und ich fand das so lustig. Ich musste sehr lachen, ja. Es gibt ja immer verschiedene Tierlisten, ja, natürlich verschiedene Ansätze. Und der lustigste Ansatz ist, wenn Leute einfach nur die Wachstums- und Basiswerte sich angucken, ja. Und nur auf Basis dessen eine Tierlist erstellen. Das ist extrem lustig anzusehen. Und fühlen sich dann wie die Kings, weil sie haben ja mathematische Werte drin. Das ist dann das andere. Weil das kannst du natürlich nicht machen bei einem Charakter, ja, wir haben Spelllisten und den ganzen Kram, wir haben in Three Houses noch die Schwächen und Stärken, Fähigkeiten, ja, die auch von Charakter zu Charakter nochmal abweichen können und aus all dem ergibt sich ein gesamter Wert, ja, und den musst du spielerisch auch mal erfassen können, weil Lucy ist halt wirklich so dieses gigantische One-Shot-Potenzial und auch sonst Utility in Sachen Teleport, ja, du hast dann Seraphim, ganzen Thyrsos nehmen mit dem Pavise-Effekt, der tatsächlich bei Lucy auch Sinn macht, ja, das alles zusammen ist halt schon mega und also wirklich, der Wert als Charakter ist halt wirklich gigantisch bei ihr, so. Unfassbare Effizienz. The north side of the Great Bridge of Murden is in the territory of Acheron of the Alliance. He's known as the Weather Vane. He's a notoriously flippant man. A man like that doesn't have the guts to give it all for the defense of that bridge. All right. Gut, hier nehme ich natürlich wieder nichts mit, ne? Keine Amiibos, since the great nobles lost their standing, the regulation of the merchant houses has relaxed somewhat.
You'd probably have thought that would make it easier for us to profit, but the world isn't so simple. The war has made the price of goods unstable, causing no end of hardship for the people. Das ist witzig, das ist auch was komplett anders ist bei den Hirschen zum Beispiel. Weil man sich ja um die Handelsbeziehungen am meisten bemüht und ja versucht, Leute von außen ins Boot zu bekommen, haben die weniger diese Probleme. Ganz im Gegenteil, Händler schließen sich der Sache an und verschreiben sich der Allianz. Nee, auch recht faszinierend. Das ist zum Beispiel so eine richtig coole Sache, die ich damals, ich empfand die als sehr realistisch so, dass sich immer mehr Händler hier eingelassen haben. Weil es euch auch mal aufgefallen ist bei den Goldenen Hirschen, wenn ihr ein bisschen länger spielt. Ich finde es witzig übrigens, wie ja noch die ganzen Syros-Flaggen da sind, ja. Haben sie nie geändert, aber wie auch immer. Aber ja, da hast du halt immer mehr Händler da gehabt. Das fand ich immer super cool gemacht einfach. Das ist halt echt realistisch so. Weil sich halt die Allianz so um die Außenbeziehungen kümmert, dass es logisch ist, dass Händler daran interessiert sind. Rein monetär schon. I was so surprised to hear that the faith of Saros was a sham. My eyes nearly popped out of my skull. But just because the church lied to us doesn't mean that the goddess isn't real. That's my take on it anyway. I'd feel very anxious with no one to pray to. Ja, an sich ist es ja auch so, also wie ich mal sagte, ne, die Gottesfrage diesbezüglich ist quasi geklärt, weil wir haben ja hier eine Fantasy-Welt und ja, ne, ich meine, Sotus ist ja real, also nur trotzdem, die Schurche an sich stellst du natürlich dennoch in Frage, der muss man sich noch lange nicht unterstellen, dementsprechend. Die macht das Ganze ein bisschen freier, ja. In der Spielerwelt kannst du eigentlich dem auch absolut nichts vorwerfen damit, weil der quasi an nichts glaubt, was nicht existiert, weil die Existenz ja quasi beweisbar ist in dem Fall. So oder so. Wobei ich will da nicht zu sehr ins Detail gehen und das mit echten Werten vergleichen etc. Da ist eine sehr persönliche Sache wie das und das auch sehr viel Konfliktpotenzial beherbergt. After the battle 5 years ago, the Imperial Army occupied Garrig Mach. The cathedral and several other buildings were destroyed, but we've done some repair work here and there and we're using the buildings as a base of operations. As for me, well, the church moved its headquarters to Fargus, and I've seen no reason to follow. When I returned to Enbar, I received a summons from Her Majesty, and I chose to answer. Na sowas. Oh, klar, wir können hier mal trainieren und so, wie wir wollen, aber du kommst eh nicht zum Einsatz aktiv, das ist klar. Hier spielen wir dich ja nicht. Der Bildhauer. Ich hab mal wieder 1000 Punkte übrig. Lass mal überlegen. Schwert wäre wahrscheinlich tatsächlich ganz nice. Können wir hier noch was machen? Bogen ist jetzt an sich auch nicht unbedingt verkehrt. Kommen wir allmählich denn... Ja, wir kommen allmählich Erfahrung plus 10 weil näher. Ich glaube, dass ich tatsächlich erstmal eher auf Talente noch gehe in dem Fall. Ah, Glaube, Autorität brauchen wir schon auch noch. Ich hätte schon gern hier und da noch ein paar bessere Bataillone, wenn möglich. Ich glaube, das Schwert ist sogar momentan noch am besten. Und für die Vernunft hast du halt später die Möglichkeiten, über ein S-Plus und so richtig auszurasten. Na, wir wissen alle, was da kommt, von daher sollte man schon draufsetzen, das würde sich schon lohnen. Sehr gleichmäßig diesmal verteilt. Auf Extrem empfehle ich aber auch möglichst früh einfach überall auf 5% Erfahrung extra schon mal zu gehen. Dass man einen gewissen Ausgleich schon mal schaffen kann, diesbezüglich. Das ist schon mal sehr wichtig, ne? Was machen wir denn für heute? Ich glaube, wir müssen uns wirklich aufsplitten. Wir sind jetzt schon fast bei einer Dreiviertelstunde. Oder höre ich sogar schon auf? Ich glaube, ich höre sogar schon auf an der Stelle heute. Ich will mal kurz gucken. Moment. Ja, ein bisschen was gibt's schon noch zu tun. Aber ich denke, beim nächsten Mal könnten wir das auch realistisch durchbekommen. Klar, wir haben halt sehr viele Supports jetzt. Speziell nochmal. Logisch. Aber mein Gott, so ist das eben, ne? Aber macht ja auch Spaß. Und heute hat man mal ein bisschen mehr Talk mit drin. Ist auch logisch. Und jetzt, wie gesagt, lohnt sich ja auch das Erkunden mal wieder so richtig. Mit einem Timeskip wird es erst richtig cool. Das war's dann. Ja, genau. Insofern vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Gucken uns auch ein bisschen weiter um und so. Ja, jetzt frisst das natürlich auch wieder gut Zeit. Aber ist wahrscheinlich auch gut so. Ne? Bis bald.